Hallo, wir befinden uns nun im Sichuan Boguan und zwar in der Ausstellung von Bronzen oder für Bronzen. Und ich wollte euch zuerst mal einen neuen Gefäßtyp vorstellen, nämlich den Becher. Der Becher wurde in der Tat zum Trinken benutzt und zwar zum Trinken von Alkohol. Es gab nämlich früher, also dieser Becher stammt aus der westlichen Zhou-Zeit. 11. Jahrhundert bis 771 vor Christus. Und es gab damals Rituale zur Ahnenverehrung, bei denen auch Alkohol getrunken wurde. Das war Teil des Rituals. Und zwar war das so, dass man jemanden ausgewählt hat, der nicht. Wie soll man das sagen, Sohn oder Tochter eines der Ahnen ist, der verehrt wurde, sondern ein bisschen weitläufiger verwandt war. Also Enkel konnten zum Beispiel wieder. Und den hat man dann für eine Woche oder für längere Zeit isoliert. Und er musste dann halt möglichst viel während dieser Zeit über seine Ahnen erfahren. Und dann gab es ein Bankett, das abgehalten wurde, wo sich dann dieser Auserwählte oder diese Auserwählte ja, betrunken hat und dann naja, dazu auserkoren war, sich so zu verhalten wie der Ahne. Und der wurde dann halt sozusagen als Stellvertreter dieses Ahnen angesehen. Und so diente das ganze Ritual an sich der Kommunikation mit den Ahnen. Und um den Zustand wieder umzukehren, wurde dieser Auserwählte dann eine Zeit lang danach auch noch isoliert, bis er oder sie dann wieder ins normale alltägliche Leben eingetaucht ist. Naja, und das Gefäß, das zum Weintrinken benutzt wurde, ist ein solcher Becher. Der, den wir hier haben, hat eine relativ typische Form. Wenn man ihn von oben sehen würde, wird man sehen, dass der Querschnitt leicht oval ist. Das muss nicht unbedingt so sein, die sind meistens auch einfach rund im Querschnitt. Ansonsten gibt es wohl eine Inschrift. Ich gehe mal auf das Schild runter, damit man das sehen kann. Da sieht man alle Zeichen und so weiter. Ich weiß nicht, gerade nicht die Tonhöhen. Ansonsten ist der Becher relativ undekoriert. Es gibt nur ein Dekorband ich versuche mal mit dem Finger zu treffen, auch hier, auf dieser Höhe, das eine Leyven-Dekor zeigt. Aber ansonsten fallen mir großartig keine Dekorationen auf. So, als nächstes möchte ich nochmal zu einer Waffe kommen. Und zwar, weil ich mich hier korrigieren möchte. Ich habe nämlich euch bis jetzt öfters G vorgestellt, habt ihr aber immer einen falschen Ton ausgesprochen. Also das G ist im ersten Ton. Und dieses hier ist wieder eins. Stammt auch aus der westlichen Zhou-Zeit, also 11. Jahrhundert bis 771 vor Christus. Ich glaube, das mit dem Anfang der Dynastie ist ein bisschen schwierig. Da gehen die Gelehrtenmeinungen ein bisschen auseinander. Also ich glaube, die häufigst vertretene ist, glaube ich, 1051 vor. Habe ich aber gerade auch nicht im Kopf. Genau, wir sehen hier ein Ge. Die Ausstellungsstücke, die wir hier sehen, sind natürlich alle in Sichuan ausgegraben worden und zeigen entsprechend teilweise Charakteristika von Dingen, die man hier aus lokalen Kulturen kennt. Wenn man sich das Dekor hier auf diesem Ge anschaut, das übrigens an der Spitze abgebrochen ist, dann sieht man da dieses typische eckige Augendekor. Und naja, es sieht eventuell aus wie ein Flügel, könnte man sagen. Ich versuche nochmal mit dem Finger davor zu gehen. Also hier dieses Auge, das hier sieht aus wie so ein Flügel, der so ein bisschen eingewunden ist. Das erinnert mich immer persönlich an diese Greifendarstellungen aus Persien oder diese babylonischen Greifendarstellungen. Die haben ja auch immer so komisch nach vorne gebogene Flügel. Und ähnlich
sehen auch die Flügel bei Vogeldarstellungen hier aus. Das hier ist jetzt natürlich kein Vogel, aber in etwa ist das Element ähnlich und sieht ähnlich aus wie ein Flügel, der halt ebenfalls diese nach vorn gebogene Windung zeigt. Noch ein weiterer Waffentypus, den ich glaube ich bis jetzt noch nicht vorgestellt habe, ist der Speermau. Oder ich glaube, wir hatten ein Beispiel dafür. Und hier haben wir noch weitere 5 Speerspitzen. Die wurden natürlich auch auf Holzschäften befestigt. Und das hier sind dann in der Tat nur die Spitzen. Sind ebenfalls aus Bronze. Sind diesmal ein bisschen später angesiedelt, ungefähr zur Zeit der Streitenden Reiche, also 475 bis 221 vor Christus. Zeigen auch wieder ein Dekor. Ich gehe dazu mal ein bisschen näher ran oder ich versuche zu zoomen. Das könnte auch gehen. Oh ja, Volltreffer. Ist ein bisschen unscharf jetzt, warum auch immer. Ah, jetzt geht's. Für mich persönlich ist es aber schwer zu sagen, was es darstellen könnte. Im oberen Bereich eventuell eine Figurendarstellung, wenn man das Ganze als Kopf interpretieren möchte, was man dort sieht. Und mit nach oben gebogenen Armen. Und das untere, es könnte sein, weil zwischen den beiden Figuren, ich versuche mal mit dem Finger davor zu gehen. Oh, da bin ich. Hier in etwa wird das ganze Muster ein bisschen undeutlich. Es könnte sein, dass da in der Tat ein zweiter Kopf ist und dass irgendwie eine Figur in einem sackähnlichen Umhang darstellt oder vielleicht auch irgendein Mischwesen zwischen Tier und Mensch, dann eventuell halb Mensch, halb Schlange oder halb Mensch, halb Fisch oder ähnliches. Solche Mischwesen sind hier in der lokalen Kultur nicht unbedingt selten. Man hat in Sarsindur zum Beispiel auch Bronzen ausgegraben von Vögeln, die Menschengesichter haben. Allerdings von der Kombination Fisch und Mensch habe ich jetzt hier in der Gegend selber noch nichts gesehen oder gehört. Diesmal wieder ein Musikinstrument, diesmal eine Glocke und zwar eine für China relativ besondere Glocke, nämlich eine Chunyu. Ich habe euch ja schon mal so ein Set von Glocken vorgestellt, Bianzhong hießen die und die zeigen eine sehr typische Form chinesischer Glocken. Diese Chunyu ist allerdings eine sehr untypische Form. Man kann sich auch nicht genau erklären, welche Vorläuferformen die hat. Man geht davon aus, dass die sich aus Steintrommeln abgeleitet haben. Diese Chunyu sind auch nicht in Zentralchina verbreitet, sondern sind eher so ein Randphänomen im wahrsten Sinne des Wortes, auch geografisch. Die finden sich nämlich eher so im Süden und im Südwesten, wie zum Beispiel auch hier in Sichuan. Diese Chunyu-Glocke stammt auch ungefähr aus der Zeit der Streitenden Reiche, wurde in Chongqing gefunden und zeigt etwas, was für Chunyu-Glocken ganz typisch ist, nämlich den Griff oben, der in der Gestalt eines Tigers ist. Und wir haben auch in Berlin im Museum eine Chunyu stehen. Die hat auch so einen Tigergriff und ich habe auch schon mehrere Abbildungen verschiedener Chunyu in Büchern gesehen, die auch alle einen Tigergriff haben. Also es scheint wirklich ein Charakteristikum zu sein, das all diese Glocken verbindet. Ebenso wie diese Form, die laufen nach unten hin etwas enger zusammen zur Klanglippe hin. Und wenn man von unten nach oben geht, weiten sie sich meistens leicht aus und im ganz oberen Bereich werden sie auf einmal plötzlich bauchig, laufen dann wieder innen zusammen und dann gibt es oben diesen aufgesetzten Ring und oben drauf gibt es eine Platte, auf der dieser Tiger steht, der die Aufhängung ist. Und diese Tiger sind meistens recht feingliedrig gearbeitet. Man sieht ja hier auch, dass der extra einen separaten, frei stehenden Schwanz hat.
Und man sieht auch ausgearbeitete Ohren, wenn man ein bisschen näher dran geht. Ich hoffe, dass die Beleuchtungssituation da oben nicht so schlecht ist und dass nicht wieder eine böse Reflexion ins Spiel kommt. Na doch, die Reflexion kommt. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen, dass dieser Tiger in seinem Maul zum Beispiel auch Zähne hat, dass die Ohrmuschel ein bisschen ausgeformt ist und dass der Tiger sogar ein Fellmuster hat. Das sind jetzt zwar keine Streifen wie bei einem Tiger, sondern so verschiedene Spiralmuster, zum Beispiel auf der vorderen Schulter, einmal mitten auf dem Leib und hinten auf dem Oberschenkel, vorn auch nochmal. Es gibt aber auch welche, die ein bisschen natürlicher gearbeitete Fellmuster haben, wie zum Beispiel der Tiger auf dem Tunü in Berlin im Museum. Der hat ein Streifenmuster. Ansonsten sehen wir halt diesen Rand oben, der absteht. Der erste ein kleines Stück senkrecht aufsteigt und dann sich nach außen wölbt. Und wir sehen diese Platte oben, auf der der Tiger steht. Manchmal ist es so, dass diese Platte auch noch Muster trägt, aber in diesem Fall nicht. Da ist die Platte oben vollkommen undekoriert.